So Leute, es geht weiter. Ich bin ruhig und lasse euch diese Szene genießen. Ja. I realized I had to be strong, that I must remember her words of encouragement and everything she taught me. That way, she'll live on inside me for always, forever. Sasha, you're right. I should be more like you. Shall we go out onto the terrace? The weather's so nice today. It would be lovely to enjoy the breeze together. Look, your country stretches before us as far as the eye can see. Oh, Ascantha is so beautiful. Yes, beautiful, Sasha. So beautiful. My darling king, for people to live their lives happily, you must be strong. I remember. Everything you ever told me lives on inside my heart. Forgive me, Sasha. I finally opened my eyes. I'm sorry for being so sad and lonely. At last, I finally awoken from my long and terrible nightmare. Ach ja, ich find's traurig. Aber immerhin, leider, sind die schwarzen Farben jetzt weg. Ich mochte schwarz. Ja. Und die Leute sind wieder glücklich. Ach ja, schön, wenn man Menschen helfen kann, nicht wahr? Sowas bringt einem RPGs bei. Schön, wenn man Leuten hilft. Dann hat man da prinzipiell auch was davon. Nämlich Essen! Again, will I forget the things Sasha told me? It felt like a dream. But I believe in what I saw. Thank you. Thank you so much. Thanks to you. And Emma, I've finally woken up from an unbearable nightmare. Now, I can be a proper king to my people again. I cannot thank you enough. If there is ever anything I can do for you, please do not hesitate to ask. I swear, I will do anything in my power to repay you. Anything at all I can do to help. Mm-hmm. Farewell, my friends. May fortune ride with you on your continuing journey. I hope we will meet again soon. Achso, ich muss eigenständig aufstehen. Okay, okay, gut, gut. Hast du noch was zu sagen, Tolles? Ich suchte also nach einem Hofnamen namens Dulmagus. Nun, leider ist mir nichts davon zu Ohren gekommen, dass jemand mit diesem Namen durch Ascanta gereist ist. Entschuldigung. Ich weiß, das ist keine große Hilfe für euch. Und da habe ich euch gerade noch versichert, dass ich euch helfen will. Es tut mir leid. Okay. Ja, alle anderen könnt mich am Arsch lecken. Sagt eh nichts Tolles. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt und komme nie wieder. Zumindest gehe ich nicht wieder in diesen Raum. Ja, ja. Habe ich nicht nötig, sowas. Dum, 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 dum. Gut, nachdem wir also
ich sag mal, unsere Reise wieder mal prinzipiell völlig sinnlos unterbrochen haben. Wobei man sinnlos nichts sagen kann, denn wir haben ja ein ganzes Dorf glücklich gemacht. Was hast du denn so zu sagen? Einen schönen guten Tag. Es geht doch nichts über einen gemütlichen Spaziergang. Was? Was? Ja. Dann recht. Da hat der gute Mann recht und jetzt können wir auch weitermachen, for we have done everything we had to do and stuff. Well, it's all right for some, isn't it? No doubt King Pavan treated you to plenty of fine food and drink, you lucky toads. The princess and I have been waiting, you know, stuck here outside town. And Medea isn't much for conversation these days, hm? Mhm. Das glaube ich dir. I know how you feel, Granddad. If only you weren't so, green, eh? Maybe we could get you into town, and you could have a drink or something. I ain't exactly a looker myself. I know what it's like to be discriminated against. Diskriminalisiert zu werden, yay. Wait, Gov. I've got an idea. The town I used to live in ain't too far south of here. How about we head off down there, eh? Haben wir ja nichts Besseres zu tun. Sure. Pickham ain't no rose garden. But it's in the middle of nowhere, right? Even a strange old geezer like him would fit in. Nope. Old Granddaddy will be able to get himself a drink. And we might get a clue about where that Dole Magus has got to and all. Ach so, ja, gut, dann gehen wir, dann gehen wir. There's a bloke there who knows everything about everything. We call him Brains. He's a mate of mine. He'll know something dead, sir. See? Two birds with one stone, eh? I ain't just a pretty face. Come on, let's get going south. Pick 'em. Here we come. Oh yeah. Mit diesen Worten gehen wir jetzt in Richtung Süden. Also ich glaube geradeaus. Prinzipiell fast geradeaus. So. Mal wieder ein Kämpfchen rausgeschnitten. Geht doch nichts über Sachen, die ich rausschneiden muss. Ach, wie ich es hasse. Geradeaus. Geradeaus. Durch Le Wald. Alle weit ist der Weg und Kuh. Ich glaube, die habe ich noch nicht gemolken. Komm her, Kuh, ich will dich melken. Aha, eine Flasche frische Milch. Ja, so liebe ich meine Kühe. Mit Milch gefüllt. Haha. Oder meine Flaschen. Und dann bin ich auch schon wieder. Denn Angelo ist ein Level aufgestiegen. So wie es sich für einen wahren Helden gehört. Genau, wahre Helden steigen Level. Ansonsten sind sie keine wahren Helden. Und immer weiter gen Süden und nicht gegen Bäume laufen. Das hatten wir nämlich schon, denn die Bäume sind stärker als ich. Ich habe Angst vor Bäumen. Hier sind überall welche. So, ich glaube, ab diesem Punkt sollte ich auch mal wieder ein paar Kämpfe drin lassen, weil hier neue Viecher erscheinen. Und wir wissen ja alle, wir lieben neue Viecher. So, wo bin ich? Da bin ich. Da ist Dingenskirchen. Ja, dann gehen wir mal da lang. Ja, ganz toll. Ganz gut für mich geeignet. Da ist mir doch glatt mein Gehirn ausgelaufen. Ich muss es kurz einsammeln. Nein, gucken wir mal. Ist das ein neues Kämpfchen? Oh ja, ja, prinzipiell. Es ist ein Bo. Und er ist dicklich und hat Sumo-Wrestler-Klamotten an. Über seinen metallenen Körper. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, ich weiß es nicht, aber tot ist er trotzdem. Ein Monster wieder von der Liste, muss ich nie wieder zeigen, kann ich jederzeit wieder rausschneiden. Ja, super. Superb. Wie man auch so schön sagen könnte dazu. Da hinten ist dieser Berg, auf den wir geklettert sind. Das ist ja ganz hübsch anzusehen. Ja, jetzt muss ich hier lang. Falls es. Ja, doch, hier geht's lang. Ist alles okay, ist alles cool. Nach dem Puppenpass zu haben. Und obwohl ich dachte, dass ich den Kampf rausschneide, steige ich ein Level. Ja, ja, ja. Okay. Ja, egal. Einfach alles ein Schwert herein. Passt schon.
ist mir prinzipiell relativ egal. Momentan, weil ich übermächtig bin. Oder es gerne wäre. Ein Vögelchen, oh. Und hier meine Hütte. Eine Hütte, wuhu. Mitten im Nichts steht eine Hütte und in dieser Hütte gibt es Dinge. Und Musik. Erst Musik, dann Dinge. Was haben wir denn da? Ein Buch ist immer gut. Was haben wir denn da? Das ist das Tagebuch eines Waffenhändlers. Liebes Tagebuch, heute habe ich in der Schenke etwas Großartiges gehört. Anscheinend kann man aus einem ganz normalen Lederpeitsche mit Hilfe einer Alchemiekiste eine Schlangenpeitsche machen. Offenbar braucht man dazu nur eine Peitsche und etwas Schuppiges. Ob ich wohl dann etwas mit Schuppen in meinem Laden habe? Ich werde morgen früh gleich als erstes nachsehen. Ja, das haben wir direkt gemacht, als wir die Peitsche hatten. Ach, For I am knowledgeable, ja klar. Wise and mighty and powerful. Wenn ihr den Pfad entlang nach Süden geht, kommt ihr zu einer Stadt, die Pickham genannt wird. An eurer Stelle würde ich mir die Mühe aber sparen. Dort filmen das doch so von Gammlern und Dieben. Jeder, der das Pech hat, sich dorthin zu verirren, bereut es. Okay, wir werden jetzt hier uns ausruhen. Na, wen haben wir denn da? Kunden? Ja? Willkommen in unserer Herberge. Ja, ja. Ja, ja, schlafen. Ja, ja. Ja, ja, schlafen. Ja, gut. Schlafen ist immer gut. Schlafen halt Wunden. Schlafen macht uns kugelrund. Oder so. Ja, wir haben gut geschlafen. Ich werde jetzt hier speichern. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play. Dragon Quest 8, die Reise des verwunschenen Königs. Auf Wiedersehen und tschüss und bis dahin und auf Wiedersehen und Tschüssikowski und Mezzo Mix.